Willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Wir haben Pepelogu befreit, mal wieder, und mal gucken, was er so liefert. Oha, was denn das gelernt? Ziemlich cool, was? Ich kann Geister verschlingen, einen Lichtstrahl aus ihrer Existenzform und ihn verschießen. Aber ich muss dafür schon ziemlich viele davon essen. Sobald ich aufgefüllt bin, kannst du mir eine Richtung zeigen, in die ich einen Lichtstrahl mit R abfeuere. Okay. Das freut mich sehr. Bin mal echt gespannt. So läuft das ab. Verstehe. Fantastisch, diese Fähigkeit wird sich hier bestimmt noch als praktisch erweisen. Und deswegen sollten wir zusammenhalten. Dann haben wir eine bessere Chance, an diesem unheimlichen Ort zu überleben. Abgemacht? Ja, klingt gut. Los geht's. Du frisst die Geister. Und wir gehen jetzt erstmal hier durch. Weil... Genau. Genau deswegen... Bumm! So und aha. So komme ich darüber. Und nochmal einen Edelstein bekommen. So, mehr wollte ich nämlich gar nicht. Ich wollte nämlich noch diese Kiste haben. Und dann guten Hunger bei den Geistern, würde ich sagen. Weil dich brauche ich jetzt. Wenn du mir die ganze Zeit die Geister auffutterst, dann kommen wir hier ziemlich locker wieder raus. So, und ich bin jetzt mal gespannt, wo wir jetzt lang könnten, sollten, müssten. Kommen wir hier noch irgendwo durch? Nee, da unten ist irgendwas. Also es gibt hier noch irgendwas Unterirdisches auf jeden Fall. Nein! Das wollte ich nicht. So, lass mich mal überlegen. Ah, das Wasser ist jetzt nicht mehr vergiftet. Das ist auch gut. Na los, krall ihn dir. Passiert dann irgendwas, wenn ich dir irgendwas mache? Hm, irgendwie nicht so. Yeah. Uff. Das ging gut. Haha. Kannst du den auffressen? Wow, das war schon wieder ein knappes Ding hier. Aber das ist gar nicht mal so verkehrt. Dadurch, dass er jetzt Geister frisst und sich auflädt und damit diese komischen Dinger macht. Oh, der lässt sogar noch Gegenstände fallen. Ist das göttlich? Ich liebe dich, du kleines, komisches, blaues Ding. So, hier kann ich nochmal meine Lebenspunkte auffüllen. Richtig praktisch. Denn da oben gab es noch irgendwas. Und ohne dich werden wir hier bestimmt nicht weiterkommen. An dieser Stelle. Deswegen. Ha! Oh nein. Nicht schon wieder so ein Move. Dann auch noch das hier. Frisst er die jetzt oder frisst er die nicht? Ne, er frisst die nicht. Oh, ist das eklig. So, wo komme ich denn jetzt hier hin? Aha, keine Ahnung. Aber... Okay, wir können hier irgendwie aufs Dach.
Dafür muss ich hier aber, denke ich mal, diese ganzen Tische erstmal einnehmen. So, ein... Hierhin würde ich sagen. Klopp. Dann ein... Vermutlich. Hierhin. Und ein... Keine Ahnung, irgendwie so hier hin. Hallo. Nee, irgendwie nicht so. Ich glaube eher... sowas hier mehr. Damit wir hier irgendwie so durch können oder so. Es wird nichts. Erstmal kurz gucken. Wait a moment. Nee, drehen kann ich hier nicht. Also irgendwie, der muss noch ein bisschen weiter hier rüber. Und der hier sollte dann irgendwie hier so rüber. Vermutlich. Irgendwie sowas. Mal gucken, ob wir das überhaupt hinbekommen, jetzt irgendwo hinzuwollen. Langsam, langsam, langsam. Ganz langsam bewegen wir uns vorwärts. Bloß nicht springen. Ja, komm. Wir rollen langsam, aber beständig. Sensenteile mit einem Lichtstrahl abschließen, kommt gerade aus dem Chat. Weiß ich gar nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Und jetzt. Woo! War wahrscheinlich nicht so elegant, wie es eigentlich bestimmt hätte sein sollen. Aber egal. Okay. Ich weiß noch nicht so genau. Lol. Wait a moment. Das bringt irgendwie nicht. Aber das bringt's. Noch ein Stück. Und du. Oder auch nicht. Von hier? Nee, der reflektiert ja nur. Ist ja blöd. Oh, wait a moment. So. Ein bisschen Plate, weil das klappt. Mm.
so nichts. Irgendwie muss der ganze Spaß Ach, ich bin ja blöd. Aber mal gegenhauen. So geht das. Und jetzt? Ich mache hier langsam endlich wieder Fortschritte, das ist super. Aha. Okay, alles klar. So ein bisschen abwärts. Ne, es ist schon wieder zu weit abwärts, glaube ich. So. Und jetzt du hier drüben noch. Irgendwie so. Und jetzt probieren wir es nochmal. Wie das hier so abgehen wird. Na gut. Wow. Versuch war es wert. Das heißt also, der da hinten muss noch ein bisschen höher. So. Ich glaube, das sollte reichen. Marionette sieht echt furchteinflößend aus hier. Nein! Okay. Das war dann doch noch ein bisschen zu tief. Aber vielleicht hat es auch eher damit zu tun, dass der hier zu tief war. Und los geht's. Okay. Noch ein paar Millimeter runter an der Stelle. So, und jetzt gucken wir mal. Also tiefer kann ich mit dem nicht gehen. Oder höher besser gesagt. Okay, warum auch immer mir hier jetzt gerade eben ein bisschen an Speed fehlt. Ich probiere es nochmal, einfach um herauszufinden, wo gibt... Ah, bei den Sprüngen verliere ich Speed. Wunderbar. Weiter im Programm. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier oben. Ich habe doch gesagt, man kommt hier irgendwie hoch. So, einmal kurz das Ding hier öffnen. Und hier mit dem Löwen gegendonnern. Ich hatte doch gesagt, es gibt hier irgendwie einen Weg hoch. Und jetzt haben wir ihn gefunden. So, hier müssen wir jetzt diesen Schlüssel, oder besser gesagt, das Schloss wieder besetzen. Jetzt ist hier die große Frage, what do I have to do now? So, das macht überhaupt nichts hier. Oh, das ist schlecht. Genau das Richtige gemacht. Glück gehabt. Für einen kurzen Moment dachte ich nämlich, dass das eigentlich gar nicht das Richtige wäre. Moment, ist hier oben noch irgendwas? Von hier oben kam was, ne? Oder? Ja, genau, von hier oben kam was. Meine Güte, ich sag ja, ne? Diese Dungeons sind super riesig geworden. So, was auch immer wir jetzt mit dem Schalter gemacht haben. Aha. Ferkel ist Jotürn. Ah, nee.
Und der Schalter. Ach so. Boah, ist das bitter. Okay. Einmal. Und so, nochmal. So, hat funktioniert. Aber die Rätsel sind halt eben auch echt gut ausgeklügelt, finde ich. Das ist echt herrlich. Also was das angeht, kann ich jetzt nur sagen, bombastisch. Das sah schon so nach dem Secret hier aus an der Stelle. Da musste ich jetzt einmal was machen. Mal gucken, hier bestimmt auch. Ja. Ja, mit den Moneten. So, und bestimmt nochmal so ein Bombenrätsel hier. Ja. Aber diesmal. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das hier jetzt zu bedeuten hat an der Stelle. Weil eigentlich könnte man ja schon ein bisschen zeigen, was hier genau gemacht werden muss. Ah, Laser! Bam! So, Richtung ändern. Ah, jetzt sehen wir hier auch Spaß. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Denn genau. Hier kommen dann gerne mal solche Fallen runter. Bestimmt auch nochmal. Hoppla. So. Nein! Oh, wie dreckig. Das hat so ein bisschen was von, wie heißt es? Keine Ahnung, Super Mikro oder was. So, Hallöchen Whitebird. By the way. Welchen Spiegel? Mein kleiner Pepeligo frisst Geister. Das finde ich total lustig. Ja, okay. Oh, super. Das sind Spiele, die ich mag. Also eigentlich nicht. Aber statistisch gesehen muss ich in der Mitte anfangen, um hier in der Mitte zu landen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nämlich ohne Einfluss in der Mitte lande, ist eigentlich bei solchen Dingern immer am höchsten. Aber ich glaube, das wurde schon mit dem ersten... Ah nee, hey, nur wenn das gleichmäßig ist. In diesem Fall ist es ja nicht gleichmäßig, sondern... So. Bums, bums, bums. Aber wir haben trotzdem noch ein Ding offen. Achso. Moment, nee, das bringt nichts, das ist Blödsinn. Wir sind endlich noch ein Stück weiter gekommen. Das war eine Stelle, an der wir vorher noch nicht waren. Und... Oh, herrlich. Wait. Wir können hier... Fuck.
Faso sola fa lasso tete solata tela lasso dete. Was? Also, ich wollte da eigentlich eh nicht runter. Aber danke. Wow, der Typ ist aber unheimlich schade, dass wir ihn nicht verstehen. Kannst du nicht etwas dagegen unternehmen? Bestimmt irgendwie. Aber eigentlich wollte ich hier runter. Also eigentlich gar nicht hier runter, sondern ich wollte eigentlich hier runter und dann rechts lang. Aber ich merke, das geht nicht. Na gut, dann flattern wir hier einfach wieder hoch. Und es war klar, dass wir in dieses Ding hier reingehen. Moment. 5. Alles klar, irgendwie, also die 5 war schon mal richtig. Dann die 2. 5, 2, 6, 7 und die 8. So, super. Also. Nein, es war die 4. Nein. Hä? Vier? Bin ich jetzt blöd? Es war doch die 5. Die 5. Probier's nochmal. 4. 2. 6, 7, 1. Okay, nice. Oh, okay. Ein Teil vom goldenen Schild. Alles klar, meinetwegen. So, hier muss noch irgendwo Kram sein, wo wir noch nicht rein konnten. Achso, mal gucken. Vielleicht war das der Trick. Nee, das war nicht der Trick. Aber danke. Hm. So, schon wieder. Sag mal, Jin, hast du irgendwo eine Option, die man... mit der man Sprache wechseln kann? Nee, habe ich leider nicht. Aber irgendwas muss es hier noch geben. Außer dem Weg nach oben. Hm. Hier bin ich jetzt. Oh. So, wir können uns nochmal die Lebenspunkte auffüllen. Ach ja, hier war ja was. Ach, der Keller. Im Keller fehlte uns noch etwas. War das hier? Gehen wir hier nochmal kurz einmal durch. Und zwar gab es hier im Keller irgendwo okay. Es gab hier noch irgendwo so einen Keller, wo ebenfalls so diese komischen Rattendinger waren. Ja, nicht Rattendinger, sondern diese
Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, hier nicht. Hier auch nicht, da gab es nur das Herz. Was, hier unten? Ja, genau. Hier unten war's. Komm. So. Bumm. Endlich. Jetzt kann ich hier auch das Ding machen. Und hier durchkommen. Wo auch immer ich jetzt hier bin. Der Geist hat das Loch geklaut. Wunderbar. Das Gute ist... Ach komm. Nee. So. Kill it. Wie bescheuert ist das denn, bitte schön? Der Geist hat das Loch geklaut. So, dafür können wir jetzt hier durch und sind bei einer Kiste. Okay, was gibt's hier? Hm. Nochmal ein Rüstungsteil. Irgendwie nicht das, was ich erhofft und erwartet hatte. Aber dafür wird's immer mehr. So, dann düsen wir hier einfach mal nochmal ein Stück weiter. Gehen Osten und gucken, was wir hier noch machen können. Ah. Das Ding können wir zumindest schon mal zerlegen, das ist gut zu wissen. Aha. Hier unten gibt es noch etwas. Oh, das tut weh. Ja. Sowas in der Art habe ich mir fast, gedacht. So, jetzt die Frage, wie kommen wir da runter? Irgendwo muss doch da ein Weg... Aha. Hier gibt es einen Weg runter, der mir vorher noch nicht aufgefallen ist. Aber der führt mich doch nicht dahin. Da unten ist Wasser. Nee, der führt mich dann nicht hin. Wo führt er mich... Welcher Weg führt mich denn dann dorthin? Lass mich in Ruhe. Ach, diese ollen Dinger hier. Nee. Ha. Ah. Ich sehe da was. Und zwar ist da noch ein Weg nach links offen. Nach rechts. Das andere links. Gucken wir doch mal. Nee, hier nicht. So lang muss ich jetzt. Das heißt, ich muss hier hoch. So. Nochmal nach links. Ach, links-rechts Schwäche fängt an. Sehr gut. I'm so nice, so good. Hm. So, genau. Hier können wir nämlich jetzt durch. Moment. Was passiert denn? Achso, das hatten wir schon. Hier hin, hier entlang nach rechts ist nämlich noch ein Weg. Aha.
bitte dich. Als ob. Also wir brauchen hier noch ein paar mehr Geister jetzt. Sonst ist unser Freund ein bisschen am Verhungern. So, das nutzen wir nochmal aus. Wieder einer von diesen nervigen Hexendingern. Oh, wait a moment. War da nicht gerade? Nee, war es nicht. Schön wäre es gewesen. Keine Geister. Whoop. Ach, Mann. Muss es doch noch Geister geben? Ach, da unten war doch gerade eins. Nom. Friss es auf. Da ist noch einer. Und noch einer. Wunderbar. Hast du schön gemacht. Und jetzt probieren wir es nochmal. Unten. Warum? Warum? Was fehlt mir hier? Ah, kann es vielleicht sein, dass unser... Frech. Ich finde das sowas von frech, dass die Gegner hier durch die Wände schießen können, man selber aber es nicht gebacken bekommt. So, vielleicht klappt das ja. Nee, leider nicht. Das wäre ja zu geil gewesen. I don't get it. Was ist das denn hier? Nee, es sieht nur so aus, als wäre das irgendwas. Puh! Mehr als confused. Okay. Ich raffe nicht, wo es hier jetzt weitergeht und wie ich diesen einen einzigen... einen einzigen Lichtstrahl hier drüben hinbekomme. Und irgendwie muss es ja hier gehen. Also da unten haben wir noch ein Feld frei und irgendwie muss es den Lichtstrahl... Muss dieser Lichtstrahl dann irgendwie durchkommen? Ja, Portal und dann das Teleskop ist ja... Moment, ja klar. Natürlich. Du hast völlig recht. Mache ich in der nächsten Folge. Bis gleich.